Die Bilder des Künstlers Alexander Detmar sind eine malerische Liebeserklärung an Mecklenburg-Vorpommern und den Norden unserer Bundesrepublik. Geprägt von der roten Backsteinoptik verewigt er mit kräftigen, erdigen Rottönen die Steine des Nordens in seinen Bildern. Der Ernst-Barlach-Preisträger und gebürtige Freiburger präsentiert nun seine Werke in einer Sonderausstellung im Kulturquartier Neustrelitz. Ich bin zwar im Süden geboren, aber ich sag mal, wenn eine Kuh im Pferdestall zur Welt kommt, was bleibt es, oder ein Pferd im Kuhstall? Es bleiben die Gene übrig. Und bei mir sind es wirklich jahrhundertelange Gene zum Norden. Und da ist einfach so, wenn wir jetzt die Küste hochfahren, wir haben diese stolzen Bauten der norddeutschen Backsteingotik, du fährst vorbei an den Städten von Autobahnen und was setzt sich durch? Diese wunderbaren von unseren Vorfahren gebauten Kirchen, Städte, stolz und stark und eben Backstein. Weil wir haben keine Steinbrüche, wir müssen das Zeug brennen. Und das ist eben diese wunderbare rote Farbe, die leuchtet, wenn die Sonne drauf scheint. Und so ist das eben bei mir als Maler, das versuche ich dann auf meine Weise dann zu spiegeln. Für die Ausstellung Steine des Nordens hier im Kulturquartier in Neustrelitz sind seine Bilder nicht nur in dem Raum, der für die Sonderausstellung reserviert ist, zu sehen, sondern verteilen sich im gesamten Untergeschoss. Insgesamt 44 seiner Werke stellt Alexander Detmar aus. Die Faszination für die Region spürte er schon bei seiner ersten Begegnung. Erst später dann konnte er sie in Worte fassen. Meine erste Begegnung, die ich mit Mecklenburg hatte und damals in der Region um Güstrow und Mecklenburg gemalt habe, und das würde ich eben für die gesamte Region bezeichnen. Ich kam irgendwann, habe gedacht, wie nenne ich das Ganze? Und dann kam mir die Idee irgendwann, ich habe gesagt, ich nenne das Paradies des Nordens. Und das ist es. Es ist ursprünglicher als vergleichbare westliche Regionen. Man hat sich etwas von dieser Ursprünglichkeit bewahrt. Und wenn Sie sehen, wenn Sie nach draußen gehen, wenn Sie schwimmen gehen in diesen herrlichen Seen, da werden Sie mal den Milan treffen, da hören Sie den schreienden Milan. Und das ist etwas von dem, was ich als Maler, was wir Maler übrigens immer gesucht haben. Wir haben die Einfachheit gesucht, wir haben die Ruhe gesucht. Gibt es viele Malerkolonien in unterschiedlichen Gegenden. Und die Maler, die da gekommen sind, haben eigentlich immer dieselbe Richtung gesucht. Wer die Werke von Alexander Detmar sehen möchte, muss nicht lange suchen. Vom 18. Juni bis 27. August im Kulturquartier in Neustrelitz. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.